So, ich habe meine Gruppe ein bisschen umgestellt. Die gute Rosie ist jetzt mit an Bord. Und wir kriegen das Regenbogenerz. Das haben wir gesucht, glaube ich. Okay, ich dachte eigentlich, hier kommt ein Boss, aber anscheinend habe ich mich ein bisschen geirrt, oder? Wahrscheinlich. Aber ich habe so eine gewisse Vorahnung, was passiert tatsächlich. Ja, auch. Fragezeichen. Es wird wahrscheinlich ein gewisser Nu wieder auf uns zukommen. Okay, wir klatschen als erstes mal diese Ficker aus dem Leben. Bim. Jawohl. Wait, what? Warum ist... What? Warum ist Rosie konfus? Verdammt nochmal. Sie hat doch einen Prisma-Helm. Der gegen jegliche Art von Zustandsveränderung schützt. Was ist hier los? The game is gebreakt, Alter. Was soll der Dreck? Moment. Ging's hier runter, oder? Ah ja. The game is broken. Kann ich dich umgehen? Das wäre echt super, wenn ich dich umgehen könnte. Ich habe nämlich gar keinen Bock auf dich. Ihr Lappen, die unempfindlich seid gegen Magie. So, wir gehen mal wieder runter von dem Berg hier. Und hoffen, dass wir ohne irgendwelche Interferenzen hier runtersteigen können. Weg! Ich möchte nichts von euch. Ihr Gegner, ihr seid mir zu läsch. Ihr seid mir zu läsch. Ach, ja, okay. Dich muss ich mal wieder aus dem Leben boxen. Was? Ja, okay. Warum darf ich nicht einfach vorbeilatschen? Warum, Spiel? Warum? Ciao. Bella. Ja, auch die EXP, was wir hier bekommen, sind... Was soll ich sagen? Es macht alles nicht wirklich Sinn hier. Okay, anscheinend stellt sich mir doch nichts in den Weg. Okay, wir werden jetzt die Quest abgeben mit dem Regenbogenerz. Du warst das, glaube ich, oder? Ihr habt das Regenbogenerz besorgt. Darf ich es mir für einen kurzen Moment borgen? Na klar. Schlag's deiner Tochter auf den Schädel. Den Göttern sei Dank, meiner Tochter geht's viel besser. Ich vermag meine Freude gar nicht in Worte zu fassen. Ich schäme mich beinahe, euch nur einen solch geringen Lohn zu zahlen. Kapselset erhalten. Zwei Kraft-, Magie- und Tempokapseln. Alles klar schön. Okay. Das wäre diese Quest. Dann müssen wir als nächstes, oder wir können als nächstes, wir müssen nicht, wir können mit ihm hier reden. Nein? Ach, ja, okay. Ich muss wieder zurück nach, 65, 600 AD? Ja, ich muss wieder zurück nach 600 AD ins Mittelalter. Denn dort werden wir mit einem Typen reden, wo wir die dritte Quest anleiern können. Ja, was soll ich sagen? Das vergessene Refugium ist nicht ohne Grund vergessen. Ich finde den Bonus-Dungeon ein bisschen lash, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, so ist es nun mal. Du warst das. Ich habe eine Bitte an euch, werte Helden. Am Fuße des Berges, der südöstlich von hier liegt, steht eine seltsame Kreatur, die unentwegt davon abhält, schon sehr, sehr lange auf jemanden ganz Starkes zu warten. Sie wirkt sich furchtbar. Ja, wir möchten nach der einsamen Kreatur suchen. Genau. Wir können uns wahrscheinlich denken, was das für eine abgewrackte Kreatur ist. So, erstmal ein Zelt reinschnabbeln hier. Speichern, wenn ich darf. Danke. Und wir marschieren mal nach Süden. Ich glaube zumindest, dass wir nach Süden marschieren wollen. Kann ich euch Gegner einfach... So, hier sind wir angekommen am magischen Berg im Jahr 65, im Jahr 600 AD.
Ihr euch erinnert, ihr mich besiegt habt, seitdem ich trainiert habe und gegen niemanden mehr verloren. Ich euch auf dem Gipfel erwarte. Ihr euch zuerst an all den Monstern vorbeikämpft, an der entscheidende Kampf auf euch wartet. Sprach Yoda. Ja, das ist unsere nächste Quest. Wir wollen diesen merkwürdigen Typen aus dem Leben klatschen. Ich glaube, dass der Kampf nicht ganz einfach ist, aber wir werden mal schauen. 30.000 G, Alter. Holy. Lapis? Warum ich... Die Leiter ist eingestürzt. Wie sollen wir denn jetzt nach oben kommen? Wahrscheinlich bleibt uns nichts anderes, eine neue zu bauen, was? Okay. Ich muss eine neue bauen? Okay, wir müssen zurück ins Dorf und mit einem Reptiten quatschen, der uns sagt, dass wir ein bisschen Seil brauchen. Natürlich brauchen wir ein bisschen Seil. Ich meine, wir müssen die Leiter wieder reparieren. Okay, ja, ich verstehe langsam, was die Leute gehatet und geflamed haben an diesem Dungeon. Es ist eigentlich nur ein Back-and-Forth-Tracking, das man hier betreiben muss. Naja, besser wie Geo-Fracking. Okay. Ich weiß nicht, woher diese schlechten Witze heute kommen, aber sie sind nun mal da. Okay, wir gehen wieder nach Obin, schnurstracks. Und werden mit einem Typen reden. Ich bin mir nicht sicher, mit wem. Bist du das? Nein, ich möchte mich nicht ausruhen. Dann bist du das. Nein. Ach doch, für das Grundriss brauche ich stabiles Holz. Hartes Metall, Scharniere und robusten Hammer. Nein. Ja, ja, komm. Bist du doch der Falsche? Ah, robuste Ranken. Ja, auf den Wiesen im Süden finden wir bestimmt welche. Okay, genau, das ist unser Trigger. Das heißt, wir müssen wieder nach Süden. Und dürfen ein bisschen, Ranken suchen. Die Frage ist, wo finde ich diese? Ha, da ist eine Wiese. Ach, jetzt muss ich die Lappen schon wieder. Okay, ganz im Nordosten finden wir robuste Ranken. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt, wir können jetzt schnurstracks zurück zur kaputten Leiter. Was durchaus Sinn macht, ja. Ich meine, man hätte auch einfach Räuberleiter und so machen können. Wir haben Tau dabei, ja, verdammt nochmal. Wir könnten bestimmt irgendwie da hoch gleiten. Wir können die Ranken oben nicht befestigen. Nicht in diesem Zeitalter zumindest. What? Oh, come on, really? Okay, ihr alle wisst, was wir tun müssen. Ich weiß, was ihr euch fragt. Ihr fragt euch, mal, wie hat der Olli Lucifer es geschafft, die Leiter zu reparieren? Ja, ganz einfach. Wir sind in die Vergangenheit gereist. Und haben eine neue Leiter gepflanzt. Warum diese Leiter nicht zerstört wurde hier, ist... übersteigt meinen wahrscheinlich gesunden Menschenverstand. Ja, Magie, genau. Es scheint mir ein Rätsel zu sein, aber... wie gesagt, alles, was wir über Physik und Logik gelernt haben in unserem... bis jetzt noch kurzen Leben, ist... egal. Videospiellogik for the win. So, okay, wir werden den Berg weiter erklimmen. Ich glaube, ich werde die Chance tatsächlich nutzen und kurz ein Zelt mir reinschmeißen. Und wenn ich schon da bin, Magiekapseln für Rosie. Kraftkapseln für Trix und Tempokapseln für Tau. Very good. So, dann speichern wir das Ganze mal. Und dann gucken wir mal, wo sich unser New Friend versteckelt. Wahrscheinlich an der genau gleichen Stelle, wo hier dieses Regenbogen-Kristallgedönse war, nehme ich an. Ich meine, er hätte auch diese ganzen Leitern, er hätte alles zerstören können, wenn er... Regenbogen-Kasket. What? What is that? Ja. Ich hasse es, wenn meine...
wenn meine Boxen auf Stromspar gehen. Was habe ich gefunden? Regenbogen, irgendwas. Okay, es scheint schon mal kein Item zu sein, was ich ausrüsten kann. Beziehungsweise, ich sehe es vielleicht jetzt gerade nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade aufgesammelt habe. Ich habe es auch ein bisschen zu schnell weggedrückt, wenn ich ehrlich bin, aber ist auch egal. Ein Super Äther, yeah! Oh, bist du so ein komischer Techpoint-Heini, der mir Unmengen an Techpoint gibt? Das wäre natürlich super. Ihr wart unempfindlich gegen Magie, stimmt's? Yeah! Also die Gegner hätten sie ruhig ein bisschen herausfordernder gestalten können, muss ich sagen, in diesem Dungeon. Das ist ja lachhaft, was man mir hier entgegenwirft. Och ja, greif ruhig einen Schattentyp mit Schatten an. Passt schon, ne? Bäm, einmal weg mit dir. Komischer Bumskäfer, ey. Tau, riecht es! Bansen! Jawohl! Natürlich hat er es geschafft. Aber was ich diesem Dungeon zugute heißen muss, wir kriegen einiges an Geld hier drin. Nixenhelm, mal gucken, was der kann. Halbiert Wasserelementarschaden. Oh ja. Der wäre tatsächlich für die gute Igora interessant, weil sie ist ja Flamme. Feuer und Flamme ist... Ah. Endlich hier ankommt, ich lange auf diesen Augenblick gewartet habe und unentwegt trainiert, dieses Mal ich siegen werde. Und wir kämpfen gegen den Nu-Meister. Ja, der Typ hat einige garstige Angriffe auf Lager. Ich werde mich nicht lange mit diesem Typen aufhalten. 8800 Lebenspunkte hat er. Und er besitzt leider auch einen Instant-Death-Zauber. Und er kontert jeden Angriff dieser... What? Okay, Aura-Wirbel, denke ich. Naja, das macht ja jetzt nicht sonderlich Schaden hier. 580, nice. Aber ich denke, wir werden diesen Kampf relativ ohne Probleme hinbekommen. Wenn er nicht anfängt zu kontern. So, wir machen Entladung. Denn Entladung ist gut. Ja. Ja. Lumineszenz. Was kann denn die gute... Muss ich mich heilen? Ich glaube nicht tatsächlich. Aber andererseits, ich habe auch nicht wirklich was, was mir jetzt weiterhelfen könnte, außer vielleicht Hast auf den guten Tricks. Reduziert TP auf 1, das ist super. Lichtheilung. Jawohl, erstmal ein Konter ins Gesicht. Ich glaube, dass er einen Instant Death Zauber hat. Müsste er eigentlich. Laut Info, so, Lumineszenz ins Gesicht. Dann werden wir nochmal entladen und du wirst mal, och, mach mal Eisgar. Es lohnt sich nicht wirklich, mich zu heilen bei diesem Typen, glaube ich. Weil er sowieso jedes Mal kontert. Tödlicher Regenbogen, aha, ja. Ist das ein Instant Death? Oh, Tau, no! Ah, okay, okay, das war's mit Trix. Ciao, Trix. Oh, er lebt noch, sehr gut. Wir machen Engel. Definitiv. Denn ich brauche Tau in diesem Kampf. Ich brauche ihn einfach. In mir. Oder so. Ja, komm, mach mal Lumineszenz. Und da er gleich sowieso kontern wird, werde ich einmal... Wo zur Hölle ist Leben, Alter? Warum kann sie in dieser Version des Spieles nicht leben? Oder habe ich das mit ihr noch nicht gelernt? Okay, wir machen mal Entladung ins Gesicht. Es kann auch sein, ich habe es mit ihr noch nicht gelernt. Aber es war, glaube ich, ihr letzter Skill, den sie... Ist auch egal. Und? Kraftschub. What? Ah, shit. Lumin, nein, ich kann keine Entladung, schnell. Und vielleicht, wenn es mir noch reichen sollte, ein Aura-Wirbel eventuell.
Weil der Typ steht nämlich immer noch. Wir können übrigens einen Mob von ihm klauen. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Mob machen möchte, aber... Okay, er greift nicht mehr an. Kann ich ihn jetzt so angreifen vielleicht? Brauche ich gar nicht mehr. Der Nu-Meister geht dahin. Und wir kriegen mal Level-Ups zur Abwechslung. Warum ich verloren habe, ich sehr stark geworden bin, doch ich euch nicht besiegen kann. Nun ja, es kommt nicht bloß auf Muskelkraft an, weißt du? Es hilft, wenn man Freunde hat, die einen unterstützen oder die man beschützen will. Ach ja, das Freunde-Klischee. Aha, ich also Freunde brauche. Nein, du brauchst einfach zwei weitere. Es war 3 zu 1. Daran ich nie gedacht habe, vielleicht ihr recht habt. Ich meine Freunde sein wollt. Ja klar, komm in meine Gruppe. Ein Freundschaftsgesuch ist nicht die standardisierte Initiierung eines freundschaftlichen Verhältnisses. Zu Freunden wird man, indem man gemeinsam viel durchlebt. Wir befinden uns nun im Stadium einer Bekanntschaft und aus Bekanntschaften können sich potenziell durchaus Freundschaften entwickeln. In Ordnung, wenn ihr Hilfe braucht, ich euch helfe, denn ich euer Freund werde. Ich lange trainiert habe, jetzt nicht erschöpft bin, ich bin, als es ausruhen werde. Okay. Macht es. Okay, und er versperrt uns natürlich den Weg, wohin auch immer. Was gibt es hier oben für mich? Gar nichts. Gut. Ich werde mich zurück ins Dorf begeben, denn wir haben diese Quest auch erledigt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder. Ihr habt euch mit der Kreatur angefreundet. Wie schön, ich wusste, dass es richtig war, mit euch darüber zu reden. Ich möchte euch dies für eure Mühen geben. Ja, wir kriegen eine Nova-Rüstung. Nicht das Beste, aber wir haben es nun mal. Ich glaube, die Nova-Rüstung haben wir sogar schon, ja, teilweise schon ausgerüstet, aber, ja, aber wir werden es dem guten Alter noch geben. Sehr schön. So, die nächste Quest wird sich, ja, das ist, ja, was soll ich sagen, ein bisschen lästig. Allerdings haben wir dafür schon was. Den Stahlklumpen haben wir schon gefunden. Ja, ich glaube, das war's tatsächlich auch schon. Wir müssen mit irgendjemandem quatschen. Nein. Ja, es ist mein größter Traum, eine Brücke zwischen den Berggipfeln zu bauen. Also, der braucht ein stabiles Holz. Metall, das haben wir schon. Und einen robusten Hammer. Wir werden diese Quest jetzt annehmen. Und müssen jetzt quasi zurück in die prähistorische Urzeit und dort ein bisschen was tun. Und zwar quatschen wir hier mit dem Typen. Was sagt ihr? Er braucht den Goldhammer für eine dringende Angelegenheit. In Ordnung, ich nutze ihn momentan sowieso nicht. Und außerdem hätte ich ihn ohne euch erst gar nicht erhalten. Behaltet ihn, solange ihr wollt. Und so haben wir den Goldhammer wieder zurück in unser Inventar gevögelt. Und ja, super. So, als nächstes müssen wir... in irgendeinen Wald gehen. Ich glaube, wir müssen mit diesem Kollegen hier reden. Ja, er gibt uns nämlich das nötige robuste Holz, das wir brauchen. Und damit können wir wieder Götterholz erhalten. Das hört sich fantastisch an. Und mit diesem Holz müssen wir jetzt quasi wieder zurück ins Jahr 600 BC und dort müssen, AD, Verzeihung. Und dort müssen wir, ja, dem Brückenbauer die Materialien übergeben. Wow. Wow. Ich muss sagen, seit Square Enix Spiele macht, also Square Soft war ja damals noch sehr kreativ, was Sidequesting angeht. Seit aber Squaresoft ein Remaster und Remake nach dem anderen raushaut, kommt eigentlich nur noch Scheiße bei raus. So, lasst uns mit dieser Krawallschlampe reden. Oh, aus diesem Götterholz soll ich die Planken der Brücke zimmern können. Wunderbar, dieser Goldhammer wird mir fabelhafte Dienste leisten. Fantastisch, dieser Stahlklump ist genau das, was mir für Nieten und Nägel gefehlt hat. Hab Dank, werte Helden. Mit all diesen Dingen sollte ich meinen Lebenstraum in die Tat umsetzen können. Nehmt dies als Zeichen meines Dankes. Ein Hastschaller erhalten. Zu Deutsch ein Hasthelm. So.
Was wir dann als nächstes tun müssen, ist wieder den ganzen Berg hochkraxeln zu unserem gelbhaarigen Nu-Freund. Ja, genau. So, ich bin mittlerweile mal wieder auf dem Gipfel angekommen. Und wir reden mal mit dem Typen hier. Wenn ihr Hilfe braucht, ich euch helfe, dann ich euer Freund werde. Ich dachte, wir sind schon Freunde. Ist dir ein Mann aufgefallen, der versucht, eine Brücke zu bauen? Ich weiß, wen ihr meint. Er dort drüben an der Brücke baut ganz alleine. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist dies der Mann, den wir suchen. Würdest du uns freundlicherweise passieren lassen? In Ordnung. Was heißt die freundlicherweise, Alter? Beweg deinen fetten, schwarzen Arsch zur Seite, Junge. Okay. Tapfere Helden, Hilfe! Was zum... Warum sind wir auf einmal im Gefängnis von Guardia? Hab Dank, lange hätte ich nicht mehr durchgehalten. Die lange Arbeit an dieser Brücke scheint ihren Tribut zu fordern. In letzter Zeit bin ich häufig erschöpft. Dann mach Urlaub. Und in einem Moment der Unkonzentriertheit muss ich mein Gleichgewicht verloren haben. Ich könnte einen kräftigen Gesellen gebrauchen, ansonsten dauert es sicher noch Jahre, bis die Brücke fertiggestellt ist. Nu sind sehr stark und ausdauernd. Wir sollten das Nu um Hilfe bitten. Ihr kennt jemanden, der mir helfen könnte, aber das ist ja wunderbar. Ich wäre euch auf ewig dankbar, wenn ihr die betreffende Person für mich fragen könntet. Oh mein Gott, sind diese Quests einfach scheiße. Okay, aber der Soundtrack in dieser Höhle passt mir nicht. Erinnert mich an den Seepalast. Wenn ihr Hilfe braucht, ich euch helfe, dann ich euer Freund werden. Wir haben eine Bitte an dich. Könntest du jemanden bei der Konstruktion einer Brücke behilflich sein? Hey. Ja, ihr mich versuchen lasst, ich euch helfen möchte. Dann tu's. Dies ist der Gehilfe, von dem ihr spracht. Keine Sorge, der ist viel stärker, als er aussieht. Ich verstehe. Nun, ich will eurem Urteil trauen. Kein Problem, ich sehr stark. Also gut, dann lass uns keine Zeit verschwenden. Wir fangen an mit... Mit? 69? Englisch? Französisch? Teabagging? Du bist gar nicht mal so übel. Nicht wahr, ich war nicht mal so übel. Also dann als nächstes... Was hast du, du? Hunger! Kann ich bewegen, brauche Mampf! What the f... Oh, werte Helden, ich bitte euch, bringt diesem Nu etwas zu essen. Vielleicht weiß man im Dorf, wo wir Proviant beschaffen können. Ihr wisst, wo es etwas zu essen gibt. Das ist großartig. Wenn es euch nicht zu viel Mühen macht, dann besorgt dem Erbsen doch bitte ein paar Happen. Okay. Ja, genau. Ihr wisst, was wir zu tun haben. Wir müssen wieder zurück ins Dorf und... müssen dem guten Nu etwas zum Fressen bringen. Er könnte auch einfach den Reptiten fressen. Okay, wenn wir im Dorf mit einem Reptitenspasten reden, kriegen wir ein Fitnessbrot. Das ist super. Bin mal gespannt, ob das den faulen Arsch zum Weiterarbeiten bitte. Miam, lecker! Freut mich, dass es dir schmeckt. Das Essen hat übrigens eine Dorfbewohnerin extra für dich zubereitet. Na gut. Oh, ich Mädchen kenne. Jetzt wieder stark ist, wieder arbeiten. Ich bitte habe. Und die wäre? Wenn ich hungrig, ich schleppe werde. Ich schlapp werde. Bitte bring mir Mampf. Früher die Monster lecker Schmecker gehabt. Süßen gelben lecker Schmecker. Das ist mein Lieblingsmampf. Ach, in Ordnung. Wir werden versuchen, etwas für dich aufzutreiben. Okay. Ich passe auf nur auf. Es wäre nett, wenn ihm seine Bitte erfüllen könnt. Ja. Das heißt, wir, oder ich eher gesagt, begebe mich zurück nach 600 AD. Ach Quatsch, nach 65 Millionen BC. Und ja, dort müssen wir gelbes Leckermampf besorgen. So, wenn man in der Urzeit sich im Dschungel nochmal umsieht, findet man eine Zuckerbanane, die man dem Nu dann wahrscheinlich jetzt in den Anus schieben darf. Ihr Mampf bringen? Ja klar. Wir haben dir eine Ration gebracht. Oh, danke. Nom, 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 nom. Genau was essen wollte. Jetzt ich wieder arbeite. Ihr wartet, ich Brücke baue. Ja, dann hau mal rein, Digga.
Jetzt ist die Brücke bald fertig. Ich bin wirklich froh, dass ich so eine gute Hilfe habe. Schaut euch die Fortschritte an, wenn ihr wieder mal in der Gegend seid. Ja. Und wir werden jetzt in der Gegend sein. Oder auch nicht. Okay, hab ich's fertig oder... Oder was? Muss ich nochmal ins Dorf runter und dann nochmal hier hochkraxeln eventuell? Okay. Nö. Wir sind fertig. Das heißt, ich werde mich jetzt offscreen wieder zum Dorf runter begeben und dann sehen wir uns unten wieder. Ich bin wieder in die Urzeit zurückgereist und muss wahrscheinlich mit diesem Typen hier reden. Westlich der Südzipfel gibt es einen Stollen, der zu einer stockfinsteren Höhle führt. Ich wette, dass sich darin etwas verbirgt, doch leider sieht man die Hand vor Augen nicht. Okay, bist du nicht der Richtige? Aha. Ah ja, Regenbogenerz. Unglaublich, es ist hier also wirklich. Danke, dass ihr mir prächtige Regenbogenerz gezeigt habt. Im Gegenzug will ich euch ein Geheimnis verraten. Wenn man zwei Klumpen des Erzes auf die Altäre im Heiligtum unseres Dorfes legt, soll man einen Edelstein von noch größerer Macht erhalten, sagen die Legenden. Wie gern sehe ich ihn einmal mit eigenen Augen. Ihr seid im Besitz des Regenbogenerzes. Könnt ihr mir meinen Wunsch nicht erfüllen? Na klar. Ist es euch ernst? Oh, ich kann es kaum erwarten. Wenn es jemand vollbringen kann, dann ihr. Und wir alle wissen, dass Legenden in JRPGs immer wahr sind. Beziehungsweise einen Funken Wahrheit haben. Okay, es geht um diese Podeste. Das Regenbogenerz ablegen? Na klar. So, das haben wir getan. Und jetzt müssen wir wieder nach 600 AD und mit diesem Erz kommunizieren. Ja, das ist eigentlich alles, was man in dieser Quest machen muss. Ach, Verzeihung. Das ist Gott sei Dank auch schon die vorletzte Quest, die wir erledigen können. Dann haben wir den, das vergessene, Heiligtum endlich hinter uns gebracht. Denn es gab, ja, es gab ordentlich Zaster, das muss ich sagen, aber es gab jetzt keine nennenswerten Belohnungen, die mich dazu anstachen, diesen Dungeon, 10-mal hin und her zu laufen. Ihr möchtet den Altarraum betreten. Sicher, ihr seid unsere Helden, aber die Regeln dieses Dorfes müssen eingehalten werden. Nur wer das Reptitensignum vorweisen kann, ist würdig, den Altarraum zu betreten. Es liegt verborgen im nördlichen Wald. Findet es und ich kann euch Einlass gewähren. Du scheiß Hurensohn, Alter. So. Und genau das ist unsere Aufgabe. Wir müssen jetzt in den Wald und nach dem komischen Signum suchen. Es ist... Was soll ich sagen? Es ist einfach lästig. Dieser Dungeon ist einfach lästig. Ich kann mir gut vorstellen, wo sich das Signum befindet, aber sicher bin ich mir allerdings auch nicht. Ich meine, es ist... Yo! Ich meine, natürlich ist der Stein ganz im Eck. Reptitensignum erhalten. Im letzten verfickten, vollgewichsten Eck, Alter, den es im Wald geben kann. Es ist unglaublich. Okay. Mit diesem Signum können wir jetzt quasi zu der... Hoffe ich, zum Altarraum zurück. Warum gibt es hier keine Abkürzung? Es gab doch einen Shortcut hier durch den Wald, oder nicht? War das nicht hier irgendwo? Ach, fuck off, Bitches, Alter. Bevor ich jetzt hier minutenlang nach irgendeinem Shortcut suche, laufe ich den Weg lieber außenrum. Es ist so lästig, dieser Dungeon. Erinnert mich tatsächlich ein bisschen an den optionalen Dungeon aus Final Fantasy 1. Wer die PSP-Version gespielt hat oder die Game Boy Advance-Version, weiß wahrscheinlich, was ich meine. So, jetzt lass mich durch, du Fisch. Ja, das ist er, ihr dürft ihn betreten. Ja, da verpiss dich, Alter. Ja, komm. So, und? Das Regenbogenerz mitnehmen? Ich hab keine Ahnung. Muss ich's mitnehmen? Muss ich. Wir müssen den Regenbogenstein wieder einpacken und jetzt müssen wir wieder zurück nach 65.000 Millionen BC. Nicht 1000, sondern Millionen BC. Allerdings werden wir uns ab dem nächsten Part, und das wird voraussichtlich auch der letzte Part, der sich mit dem, ja, Dimensions-Vortex hier
beziehungsweise mit dem vergessenen oder verlorenen Heiligtum beschäftigt. Und dann werden wir mal gucken, was uns das Ganze denn einbringt.